Hi und willkommen zu einem neuen Video. Wenn ihr euch wundert, hey, wo ist ihr gerade? Ich bin am Spawn und ich wollte euch mal was zeigen. Und zwar, wie schon letzte Woche angekündigt, wollte ich euch mal das Server-Team näher vorstellen. Da das bestimmt auch für euch interessant ist, mal zu wissen, hey, wer ist denn jetzt eigentlich immer wer auf dem Server und was machen die, warum sind die auf dem Server genau. Und da fangen wir jetzt einfach mal von links nach rechts an. Bean900 ist der Owner vom Server. Der kümmert sich immer um alles und hat auch alles schon programmiert am Server. Also der hat da schon viel Herzblut reingesteckt und kümmert sich, dass da auch immer alles läuft. Also der Owner ist so ziemlich das Wichtigste vom Server, der Besitzer vom Server praktisch. Und Bean macht da seinen Job hervorragend, würde ich mal sagen. Und ja, alles super hier am Server. Und das zu programmieren, ich möchte nicht wissen, wie viel Arbeit es ist, weil mit dem Shop und den ganzen Commands, das ist sicherlich schon anstrengend. Ich weiß auch, bei uns im Informatikunterricht war das immer so. Da hat man schon an den einfachsten Dingen, sich so ein Dreieck oder irgend sowas drehen zu lassen, musstest du schon irgendwelche komplizierten Sachen eingeben. Also Respekt, Bean. Niklas33 ist der Admin. Der soll das Server-Team managen. Ja, der ist jetzt nicht ganz so oft online, aber ich denke, dass er viel im Hintergrund zu tun hat mit dem Server-Team. Genau, und aber mehr weiß ich jetzt eigentlich auch nicht über ihn. Ich kenne ihn jetzt nicht so gut. Ja, der macht, denke ich, seinen Job auch gut. Stakeman ist der TS3-Admin, also der, wo sich auf dem Teamspeak dasselbe wie Niklas macht halt, der kümmert sich auf dem Teamspeak um die Sachen. Das macht er, denke ich, auch ganz ordentlich. Genau, dann gehen wir auch mal weiter. Der Architekt Flixbold. Der Architekt, also der, was halt ein Architekt macht, der konstruiert es hier alles und baut zusammen mit dem Builder Ice Googles. Die haben hier das zusammen, glaube ich, alles gebaut. Den Spawn hier überall. Also das ist bestimmt auch eine riesige Arbeit gewesen, wenn man das hier alles da hinzimmert. Bestimmt nicht, hat bestimmt nicht gerade kurz gedauert, also ziemlich lang. Dann Moderator, der Vernichter 123. Den kenne ich sogar in Real Life, so ziemlich mein bester Freund. Ja, der ist halt eigentlich fast immer online. Wenn ich mich nicht täusche, ist er das auch gerade eben. Richtig. Er ist auch ansprechbar, also wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr fragen. Und seit neuestem ist er auch der TS3-Besitzer. Das war vorher Masterflow. Der Masterflow war früher auch mal Supporter und Moderator hier beim Server, aber ist er mittlerweile nicht mehr. Er war vorher der Server, der TS3-Besitzer. Das ist jetzt Moderator. Als ist er Moderator und DS3-Besitzer. Entschuldigung für den kleinen Blackout, aber bei so vielen Personen kann man sich auch mal versprechen. Ja, genau. Also er ist jetzt Moderator und DS3-Besitzer und wenn ihr Fragen habt, der kann sie euch eigentlich immer beantworten. Genauso wie die Supporter Alex Ista und Mr. Momfer, die, wenn die auf dem Server sind, könnt ihr die auch fragen. Oder auf dem Teamspeak gilt es auch für alle. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann fragt einfach die. Genau. Die beantworten euch alle eure Anliegen und Fragen. Genau so und dann. Das war's auch erstmal vom Server-Team. Also, YouTuber bin ich, glaube ich, im Moment der Einzige vom Server. Gab's früher auch mal noch einen anderen, aber der wurde mittlerweile, also der hat den Rang nicht mehr, da er keine Videos mehr gebracht hat. Genau, und ich versuche meinen Job jetzt gut zu machen. Auf jeden Fall erstmal danke an alle, die mir immer zuschauen, eigentlich so aktiv. Weil nur dank denen konnte ich das jetzt hier bekommen. Genau, danke an alle, die meine Videos schauen. Sind, denke ich, nicht gerade viele, aber die paar, die bin ich schon immer recht froh, wenn die dann mal reinschauen. Genau. Und ja, wenn ihr euch wundert, jetzt kam letztes Wochenende wieder kein Video und unter der Woche keins,
Bei uns ist gerade so, ich bin euer Verständnis, das mache ich gerade auch, dass unter der Woche kein Video kam, weil, ja, bei uns ist gerade so diese Schulaufgabenzeit vor Weihnachten, kennt bestimmt jeder von euch, der noch zur Schule geht. Da schreiben wir eigentlich fast jede Woche eine Schulaufgabe, das ist jetzt nicht so nice und dann muss man halt auch da immer, ja, viel für machen. Das ist eigentlich echt scheiße immer. Heute hast du eine Kack-Physik-Ex gemacht. Was belästige ich euch mit meinen Alltagsproblems? Genau. Also, ich wollte euch jetzt einfach mal das Server-Team vorstellen. Falls sich da was ändert am Server-Team, kann ich euch da informieren. Bescheid sagen. Wer oder was sich da ändert. Ich denke aber jetzt erstmal nicht, dass sich da in nächster Zeit großartig was ändern wird. Sind eigentlich alle ganz gut dabei, haben in dem Job machen. Und ja, das sollte einfach mal so ein kleines Informationsvideo sein, wer sich da am Server, beim Server um was kümmert. Genau, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.